So, hallo, wir machen weiter bei The Super Mario Maker 2. Letztes Mal haben wir die Custom Stages. Die Custom Level von Chosen gemacht. Und eine Challenge von ihm geschafft. Die anderen, dass wir einen Weltrekord holen. Naja, das ist mir einfach zu lang, die Level. Und jetzt spielen wir von Alina The Lonely Hut in the Woods. What do you do when you find a hut in the woods? Exactly, you go right in. Nee, eigentlich nicht. Aber offensichtlich macht Mario das. Also, why not? Dann gehen wir mal rein in die Hütte. Und werden offensichtlich dann ja auch feststellen, dass die Hütte wahrscheinlich viel größer ist, als sie wirkt. Ein Pilz, der ein One-Up war. Oh, das hätte auch nochmal zu Halloween gepasst. Und die Hütte war gar nicht größer als in... Also das war sogar passend. Ah, das hätte ja wirklich nochmal zu Halloween gepasst. Ah, damit habe ich nicht gerechnet. Okay. Wait. Ah ja. Mist, hätte ich das gewusst, hätte ich das bei dem Halloween-Folgen noch mit reingenommen. Aber egal. Wir haben es ja noch gespielt. Besser jetzt als gar nicht. Oh, jetzt kann ich sterben. Das ist nicht gut. Das wollen wir nicht. Vorsichtig laufen. Okay, da ist nichts. Natürlich. Da fliegt einfach ein Haken runter. Mehrere. Kommt da direkt der Checkpoint oder kommt noch eine Lücke vor? Okay, sehr gut. Jo, danke für den Hinweis. Also hier sollte man sich wirklich langsam bewegen. Dann versteht man aber auch, wie es funktioniert. Dich nehme ich mit. Dann habe ich mehr Licht. Ich traue mich einfach mal. Ich nehme an, das sind die Reset-Doors. Ich gehe mal lieber hier rein. Oh, das war's. Okay. Er hier ist ja super. Er hier ist ja super am Schluss. Wie er sich noch verabschiedet. Hallo, Totenkopf. Sehr schön. Hätte noch zu Halloween gepasst. Haben wir jetzt halt nachher gespielt. Ist okay. So. Dann die beiden Frank-Level. Wo ist das erste? Da. Goomba-Grotto. 45 Sekunden. Let's go. Bö. Im SMB-Stil. Oh boy. Oh nein, wer hat den Schlüssel? Oh no. Ja, dann muss er den Schlüssel haben. Ja. Na klar. Gut. Ist das dein Ernst? Oh mein Gott, ich dachte, die Dinger töten mich. Die Teile da in der Decke, das sind gar keine Stacheln. Ups. Dann ist das ja schon mal bei... Oh mein Gott. Ja, ich dachte hier, die Teile da sind tödlich. Stellt sich raus, ist überhaupt nicht so. Das macht die Sache schon mal viel angenehmer. Ich wollte dich gerade Neustart drücken, aber wir haben gerade einen Checkpoint gehabt. Huh. Genau rechtzeitig. Okay. Oh je. Das werde ich verhauen. Na, hier sind zum Glück die Röhren sehr angenehm, muss man sagen. Oh mein Gott. Und jetzt einfach runter. Oh mein Gott.
Ich habe ein Problem. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay. Ah ja, ich weiß wieder, warum ich Frank abonniert habe. Der hat echt coolen Levelstil. Einfach runter, aber diesmal diesmal richtig. Ich möchte auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen auch nochmal einen Super Expert No Skip One machen. Nicht, weil ich gut darin wäre, einfach weil es lustig ist. Finde ich zumindest. Wo ist das fair? Ich war doch eigentlich drauf. Wahrscheinlich war ich nicht drauf. Bruder! Okay. Okay, passt. Passt. Puh. Checkpoint, komm schon. Oh no. Aber da brauche ich eigentlich nur den in der Mitte. Die anderen sind irrelevant. Yes. Außer die haben einen Schlüssel. Das wäre nicht so gut. Oh, Checkpoint. Thank goodness. Ich habe geahnt, dass irgend so ein Mist kommt. Okay, okay, okay. Gut, dass da ein Checkpoint war. Wait, da kann man hochklettern. Ah, kann man nicht. Ah, ich bin tot. Okay. Das ach. Ich hab's wieder nicht gesehen, was hier los ist. Das muss aber jetzt echt gut getimed werden. Meine Güte. Bruder. Ich weiß übrigens nicht, warum ich so oft Bruder sage. Das ist... keine Ahnung. Eigentlich will ich gar nicht diese... Das ist so eine... Ne? Dieses Bruder muss los wird ja da draus, aber... Das, ich will ja gar nicht das muss los sagen, weil das finde ich komplett albern, aber das Bruder rutscht mir immer wieder raus. Weiß nicht warum. Irgendwie habe ich das... Ich weiß nicht, wo ich das her habe. Wo habe ich das wieder her? Keine Ahnung. Keiner von den Leuten, die ich sage... die ich gucke, sagt sowas. Würde ich so reden wie die Leute, die ich gucke, würde ich gerade aktuell die ganze Zeit du Sohn sagen. Aber das mache ich ja nicht. Das wäre dann nämlich so die Hübi-Sprache. Wobei er jetzt auch nicht mehr so oft gesagt hat. Das muss gut getimed sein. Okay. Müssen wir einfach nur in die grüne Röhre? Bin ich vielleicht einfach nur dumm? Oh, Mensch. Ich wollte halt einfach die Stelle hier nochmal spielen, weil die so schön ist. Come on. Können wir das jetzt bitte schaffen, ohne nochmal hier Stress zu haben? Können wir einfach schnell in die Röhre rein? Weil das wird hier... Da kommen ja immer mehr raus. Es geht's doch nicht! Ich muss doch nur in die dumme grüne Röhre. Wäre ich hier von so ein paar Goombas, wäre ich hier, ja, ist nicht jugendfrei. Mensch! Ich drück einfach direkt nach unten. Okay. Eieieiei. Ah, natürlich kommt noch eine Challenge. Oh mein Gott. Nice. Nice. Got it. Sheesh. Frank, du verrücktes Huhn. Wer spielt das in 45 Sekunden ohne Fehler offensichtlich dann? Heieieiei. So. Noch ein Frank-Level. Let's go.
Okay. Sky High Bouncing. Ich bin gespannt. Boah. Haben wir so ein Level nicht schon mal? Nee, ist nur ähnlich gewesen, ne, glaube ich. Irgendwas Ähnliches haben wir schon mal gespielt. Sehr ähnlich sogar. Sehr, sehr ähnlich. Das kommt mir gerade super bekannt vor. Hä? Ja, das kommt mir gerade echt super bekannt vor. Ich bin gerade verwirrt. Haben wir das schon mal gespielt? Also das nicht, aber hat er vielleicht schon mal so eins gehabt und neu hochgeladen? Weil hier steht, will be re-uploaded someday. Das habe ich doch schon mal gespielt. Ach, der war auch der Think Faster-Typ. Ich glaube, das habe ich schon mal gespielt. Kann das sein? Das spielen wir jetzt nicht nochmal. Das kenne ich doch. Oder ist es nur ähnlich? Ich gucke nochmal rein, aber das kommt mir sehr bekannt vor. Also ich hatte gerade ein sehr starkes Déjà-vu, als ich es gespielt habe. Sagen wir es so. Da kam dann später auch eine Feder dazu. Und wenn man die behalten hatte, war das sehr gut. Oder es war nur ein ähnliches. Ich bin verwirrt. Bruder! Schon wieder das Bruder, siehst du? Oder es war echt nur ähnlich. Wir probieren es einfach mal. Also, es wirkt halt ähnlich. Es wirkt nicht exakt gleich wie das, an das ich denke. Ach, was mache ich denn? Wieder ungeduldig, weil ich an der Stelle vorbei möchte. Oder das hat einfach jemand mal was Ähnliches gebaut und das habe ich gespielt. Ich habe keine Ahnung. Ist ja egal. Wir spielen das jetzt einfach mal und dann sehen wir ja, was los ist. Hier gibt es jetzt eine Feder. Richtig. Die möchte ich gerne behalten. Nein, da kommt nur eine Dings raus, genau. So. Okay. Doch, das haben wir schon mal gespielt. Ich habe dann damals die Feder irgendwann verloren und dann musste ich den Teil nochmal richtig spielen. Jetzt behalte ich sie zum Glück. Oh oh. Der Feuerball gefällt mir nicht. So ein Feuerball, Junge. Nice. Und das war's, ne? Genau. Ja, also kam mir bekannt vor, aber jetzt haben wir es halt eh nochmal gespielt. Ist ja dann egal. Jetzt ist es völlig wurscht, ob ich schon mal gespielt habe oder nicht. Ich habe es gerade eh nochmal gezeigt. Okay. Gut. Ja. Ich meine, es war ein Re-Upload. Ich bin verwirrt. Wie auch immer. Wie auch immer. Jetzt möchte ich, wenn wir gerade die Zeit haben... Okay, das muss jetzt ganz fix gehen. Ich muss ganz schnell auf YouTube. Das war jetzt eigentlich nicht, aber wenn wir gerade die Zeit haben... Wir haben noch 15 Minuten. Ich möchte mal ein Level ausprobieren, was Ryokar gespielt hat. Und zwar in dem Video I beat the level but didn't beat the level. So, da ist nämlich ein Level, wo man einfach nur schnell sein muss. 10 Sekunden dauert das. Und man muss einfach nur immer wieder springen, 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 springen. Und ich fand das interessant, dass es offensichtlich richtig schwer ist. Weil es haben nur zwei Leute insgesamt geschafft mit ihm. Und... Jetzt wollte ich das kurz einmal ausprobieren.
Wo ist das Level? Ich brauche ganz kurz die ID, wenn ich die offen habe. Ist, hier hat er das, hier hat er das Menü offen. Sehe ich da die Level-ID? Nein. Wo sehe ich denn die Level-ID? Warte. Da wechselt er nur den Charakter. Er muss auch irgendwo kurz im Menü... Da! Nein, da war... Da! 3D World Speed Test. V3M. Die Zeit haben wir jetzt nämlich. LYW. T2G. Okay, das gibt's noch. Mittlerweile haben es 13 Leute geschafft. Und... Don't know if the door is required or not by the used. Ja, Ryuka hat die Door auch genutzt. Ich zeige euch kurz das Level. Das ist an sich einfach nur eine Fläche, auf der man springen muss. Und es ist super knapp zum Ziel zu kommen. Moment, nehme ich noch auf? Weil ich jetzt rausgeklickt habe hier überall. Ja, wir laufen noch. Sehr gut. Es ist einfach nur super knapp zum Ziel zu kommen. Ja, man muss hier... Man muss hier einfach bis zum Ziel nach hinten hüpfen. Und wenn man das nicht schnell genug macht, kommt man nicht mal ansatzweise ran. Ja, ihr seht das Problem. Und wie gesagt, ich fand das einfach wahnsinnig interessant, weil offensichtlich muss man da wirklich exakt auf den Pixel genau jedes Mal den Sprung drücken. Sonst schafft man es nicht. Selbst wenn man in die Tür reingeht und rüber gedrückt wird. Es gab sogar eine Situation, deswegen hat Ryoka das Video auch I beat the level, but I didn't beat the level genannt, wo das Leben vom Ziel ausgelöst wurde, aber eben nicht, Dings. Ja, seht ihr, dass ich laufe teilweise und dadurch verliere ich schon Zeit. Ich muss immer wieder springen, immer wieder springen. Und es ist, ich merke es ja, es ist tatsächlich ganz knapp. Was ich mal probieren wollte, war zu rollen. Aber ich glaube, damit ist man... Ja, damit ist man auf jeden Fall schneller. Ups. Okay, das ist tatsächlich überhaupt nicht schneller. Jetzt will ich mal gucken, was passiert, wenn man einfach nur rennt. Ja, nee, da sieht man auch kein Land. Krass. Also ist wirklich das die einzige Möglichkeit. Und es, wie gesagt, es geht teilweise halt so knapp aus, dass man teilweise die Stange berührt. Das Leben oben wird ausgelöst. Aber es geht einfach nicht weiter. Ja. Man stirbt trotzdem noch. Das ist so sick. Das ist so sick. Ich wollte das nicht für möglich halten, ne? Ich wollte das nicht für möglich halten. Ich wollte das nicht für möglich halten, dass das so krank ist. Aber es ist so krank. So nah war ich, glaube ich, noch nicht an der Tür. Aber weiter kriege ich es nicht hin. Da muss man wirklich ganz exakt immer wieder abspringen. Ja, jetzt habe ich schon verhauen. Auf den Frame perfekt wahrscheinlich jedes Mal. Alter. Ist das krank. Nein, bin gelaufen. Ist das krank? Ich wollte es mal mit eigenen Augen erleben. Mist.
Nee, keine Chance? Keine Chance? Da hast du keine Chance? Es ist ja unfassbar. Boah, es ist ja unfassbar. Ja, schon verhauen. Na, genau das ist die Sache. Seht ihr das? Unglaublich. Und wenn ich nur normal spiele? Das kann nichts, ne? Das wird nichts. Wie weit komme ich dann? Es ist halt auch. Hätte ich nicht gesehen, dass es abzuschließen ist, hätte ich gedacht, da gibt es irgendwie einen Trick, irgendeinen Block oder sowas, ne, der dich ins Ziel bringt. Aber nein, es geht tatsächlich durch die Tür durch. Es geht tatsächlich durch die Tür durch. Und dann wird man oben ins Ziel gedrückt. Aber wie gesagt, selbst da kann man noch sterben vorher. Ja, schon wieder verhauen. Ist das krank? Ist das krank? Wahnsinn. Wow. Boah, jetzt war ich fast an der Tür dran. Oh mein Gott. Ah, das schaffe ich nicht. Tatsächlich nicht, nee. 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 Weil selbst wenn ich durch die Tür durchgehe, oben sterbe ich ja dann nochmal. Ich muss ja in einem Frame durch die Tür, bevor ich sterbe. Nee, okay. Ich wollte es mal ausprobieren. Krasse Sache. Krasse Sache. Keine Chance. Ja, das hat Ryuka gespielt. Was sagen die Kommis so? Solution, please. Watch Ryokas Video. Oha, Nintendo, please. Oha, was ist denn hier passiert? Juhu. Ah ja, okay. Also, ihr könnt es gerne alle mal probieren, falls ihr das Level noch nicht kanntet. Den Code habt ihr jetzt gesehen. Viel Spaß. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, fangen wir noch einen Baumeister hier an. Würde bei EU anfangen. Und... Ach, das sind nur drei Level. Ja dann. Fun and Furious. 1.13. Let's go. Dann passt das ja vielleicht in die letzten 5 Minuten noch rein. So, was sind denn für Nintendo offizielle Baumeister-Level? Jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Jo! Das war dumm. Will ich auch gar nicht. So, aber das müsste schneller gehen, ne? Na, ist egal. Wofür geht's da eigentlich zurück?
Okay. Tschüss. Ah ja. Ich wollte schon sagen, hier gibt es bestimmt eine Katze. Ja, das machen wir so. Jetzt fahren wir Auto. Wow, 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 wow. Also irgendwie machen wir in der Stage alles Mögliche. Aber so wirklich spannend ist sie jetzt halt auch nicht. Checkpoint. Tür. Wido. Und ein riesen Bowser vom... Euer Ernst? Was ist das denn? Wozu? Ja gut, das war dieses Level. Hätte ich das jetzt so normal gesehen? Es ist okay, aber hätte ich jetzt nicht gesagt, ja, das voll mega großer. Ich weiß ja nicht, was offizielle Baumeister sein sollen. Aber wenn das so das Maß ist, was Nintendo sich an Leveln vorstellt, das gerade hat mich jetzt nicht überzeugt. Aber vielleicht sind offizielle Baumeister ja auch was anderes als das, was ich gedacht habe. Na, ich dachte, das soll sollen so die Vorzeigelevel sein. So stellen wir uns Level vor. Aber wenn das ist, wie sich Nintendo Level vorstellt, dann spiele ich doch lieber die Level von Alina. To be honest. Also das Level ist gerade eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Bisher ist das... Bisher kann man das anbieten. Ja, also bisher ist das Level schön. Das ist jetzt nicht so wie das vorhin. Das war ein bisschen komisch, wo man irgendwie alles überspringen konnte und keine Ahnung. Das hier hat ja wirklich einen Zusammenhang. Ne? Also, das ist okay. Das Level war okay. War besser als das erste auf jeden Fall, würde ich sagen. War auf jeden Fall besser als das erste. Gut. Ja, wenn es noch ein drittes hier ist, dann gucken wir uns das auch noch schnell an. Everyone Dodge. 46 Sekunden. 5%. Okay, ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber das bringen wir noch rein. 28 Minuten haben wir jetzt. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Okay. Ah ja. Okay. Die Großen verfolgend werden Scheiße. Wären ungeil, wollte ich gerade sagen. Und da kamen sie. Oh no. Oh no. Wer hat das erlaubt? Da sage ich's noch. Dass das nicht so cool wäre. Und dann kommt's auch noch. Ei. Also es kommen tatsächlich große in verfolgend. Gleich weg damit. Mist. Da muss ich mich ein bisschen mehr jetzt konzentrieren. Wenn das hier nicht zu lange dauern soll.
Wow. Okay. Aber so geht's eigentlich. Kann ich den hier? Ja. Nice. Checkpoint. Oh boy! Okay, runter mit euch. Weg mit euch. Frech. Da ist mein Checkpoint. Gut, die Sägen sind eigentlich völlig irrelevant. Lul. Du bist nicht irrelevant. Okay. Wenn man den nicht kennt, ich glaube, da rennen alle rein. Hat man gerade auch an den, an den Tötungsdingern gesehen. Ja, an den Anzeigen. Dass da jeder reinrennt. Weil die den halt nicht kennen. Nice. Na, da wollte ich nicht. Ich wollte nicht hier hoch. Ich wollte in die Röhre. Warum gibt's das da oben? Ah, nee. Können wir die erstmal loswerden? So. Problem ist jetzt, dass der eine da gleich schießen wird. Anscheinend schießt er auch einfach nicht. Oh. Da ist mein Ziel. Es. Nice. Okay. Haben wir doch in der guten Zeit geschafft. Sehr schön. 31 Minuten. Passt. Auch das überzeugt mich jetzt mehr als das erste Level. Es überzeugt mich jetzt nicht vollständig, aber mehr als das erste Level. Aber das waren dann schon die EU Meister. Packen wir es mal in die Fafos, falls da was kommt, wissen wir gleich Bescheid. Aber aktuell bleibt es bei den dreien. Überhaupt können wir mal die ganzen Baumeister in die Favos packen. Da muss ich nicht immer hier reingucken. Machen wir das gleich mal. Ah, guck mal, hier bei US haben wir ein bisschen mehr zu tun. Ein bisschen mehr, ja. Das machen wir dann in einer der nächsten Folgen. Japan ist nicht ganz so viel, aber wahrscheinlich verrückter. Weiß es nicht. Und ja. Okay. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schließe hiermit auch die Aufnahme ab. Und muss hochladen. Und tschüss.